Gut, Runde 1. Runde 1. Hast du dir schon überlegt, wie du die Hand spielen willst? Ich schon. Auf Klo gerade. ja, wir keepen sie. Ja. Und dann spielen wir, dann würfeln wir eine Münze. Wir würfeln eine Münze. Wir würfeln den Würfel. Ja. Und dann gucken wir, welchen zwei Drop wir zuerst spielen. Okay, oder wir machen die richtige Entscheidung. Das weißt du ja nicht, ob es nicht die richtige Entscheidung ist. Ah, Nest Invader wird schon korrekt sein. Okay, genau. Ich finde auch schön, wie wir unser Nest Invader ausnutzen können. Ja. Wir können wahrscheinlich den 0-1er zu einem 1-1er machen. Schon. Ja, der war gar nicht so schlecht. Pains gelegen, Clash, oder? Ne, aber es war ein guter Draw. Frage ist, ob man schon Turn 3 rausrammt. Aber wir schauen mal. Das war noch nicht planen. Also jetzt eine Idee, gegen Mana League zu spielen und dann lieber 2000? Ah, das ja, gefällt mir halbwegs. Andererseits könnt ihr natürlich eine Nestle Welt legen, um nächste Runde zwei Karten zu spielen. Ja. Jetzt müssen wir wissen, wie wichtig der Token ist. Weil den Token wollen wir vielleicht eigentlich für die haben. Ne? Ja, klar. Du. Ha! Du hast keine Chance. Wir haben darum gespielt. Ich hatte auch Remands, gibt es ja auch im VR-Set. Remands pickt man, glaube ich, auch, oder? Sind die nicht was wert? Ah, das stimmt. Tatsächlich wäre es sogar schlimm gewesen, hätte er einfach den Token repealed. Von dem Nest Invader. Jetzt würde ich jetzt Raise the Alarm spielen, den, damit er das Graf noch wegklicken muss. Ah, nicht geklappt. Wieso hat er nicht gegraftet? Komisch, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ja. Dann nehmen wir jetzt ein Guildmage, damit wir nächste Runde angreifen können. Zumindest so tun, als ob wir angreifen. Ja, er wird auch nicht wirklich viel Move haben. Das ist nicht der Guildmage? Das ist auch der Guildmage. Achso, du meinst ja nicht. Ich will ja, ob wir lieber den Nest Invader spielen wollen, um nächste Runde einen Token für die Markt schlagen, oder was können wir schon? Doch. Genau, das sprach für den nächsten Invader natürlich vor allem, dass man halt mit 2-2 angreifen kann und nicht. Und mit... Ach, vielleicht ist es Kreatur gecastet bei Kraft. Ich weiß nicht, wie das geworden ist. Nee, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt. Ja. Sehr seltsam. This creature enters the battlefield, blah, whenever another creature enters the battlefield. Oh, jetzt kriegen wir sogar zwei Schaden von dem Silesnian gegen Mage noch durch. Ja, weil wir Counter rumgespielt haben. Ah ja, repealed ist. Okay. Fair. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a... Ah, okay. Gestern tanzen. Was ist bei F8 oder? Nee. F8? Ich habe noch nie F8 benutzt. Es gibt ja Leute, die schwören auf F8. Seltsam, aber gut. Ja, die dann, ich glaube, das erste, was sie morgens machen, ist den Computer machen und F8 drücken. Ah. Also F8 gibt praktisch immer Priorität ab, wenn man Priorität hätte. Nicht braucht. So. Also, ja. Wenn du nichts machen kannst, dann macht das auch nichts. Und dann kriegst du halt immer Priorität, wenn du was machen kannst. Was ein bisschen dämlich ist, weil man dann ab und zu einfach mal so... Ja, klar. Priorität abgibt. Hey, ich würde jetzt gerne auch schade. Okay. Für 4 war der Kabu, ne? Ja. Der Primarch. Gut, so. Nest Invader und Guildmate und End of Turn Race the Alarm. Und jetzt noch Plainsleep. Wobei natürlich der trampelt nicht, ne? Ja. Das heißt, wir werden natürlich wahrscheinlich blocken mit dem. Genau, Jump und spielen. Vielleicht sogar, ich meine, diese Blocks auch mit 3 Tokens auf 3-3 und so, das ist halt auch mega gut für uns. Also wenn er einen Trick hat, ist zwar blöd, aber... Ich meine, an der Alge, die Alge wird halt langfristig nichts mehr. Die kann man sehr gut jumpen, das ist schon richtig. Wobei Blau-Grün jetzt, wenn er Scatter sie sieht, das vielleicht, aber ist jetzt auch nicht so bekannt. Ja, ich finde es übrigens blöd, dass er all die Karten hat, die wir hätten haben wollen. Das ist halt vielleicht wirklich einfach der rechts von uns saß, ne? Das, ja. Das wäre so meine Vermutung gewesen, dass rechts von uns das Graf-Thema sitzt. Hätte man mal sehen müssen. Ja, Grün war also irgendwie recht tot. Das können wir ja im Video einfach sehen, ob dieser Woo Wizard rechts von uns sitzt.
Ja, Grün war schon nicht so cool. Ne? Die kriegen eine Marke. Okay. Ja, alles fair. Die können jetzt enttappt werden für 2, ist auch nicht so schlimm. So, machen wir jetzt? Wir machen jetzt keine, ne? Wir brauchen noch keine Tokens machen. Ist nicht gut? So, ich hätte schon gemacht. Der kann halt immer noch blocken, ich sehe. Jetzt habe ich kein Otherworld Journey. Willst du da nicht eine Marke drauflegen? Jetzt hat er wieder eine über. Teil macht Spaß. Naja, gut. Ja gut, jetzt gewinnen wir einfach ein Guildmate. Da ist auch dann die Frage, ab wann man so angreifen kann und so weiter, aber jetzt auf jeden Fall auch nicht. Na, also wenn der Scoot Mob 13 ist. Ja, du bist einer von den aggressiven Spielern, oder? Das. Also 9-9, doch 9-9 ist glaube ich auch noch okay. Ja, jetzt merkt er, dass man mit Warten nicht gewinnt. Aber wenn wir... Jetzt hat er gemerkt, dass er mit Angreifen nicht gewinnt. Ja. Viele Rechtsklick und ziehen. Jetzt überlegt er, welcher seiner Pläne besser war. Hoffen wir mal, dass er nicht so diesen guten Starts machen kann, ne? Also gegen Farming World Dings darf er. Da ist meistens auch schon die Welt vorbei. Uiuiui, wir haben hier geplatzt. Wir machen auch gar nichts gegen Farming. Wir haben immer die Sunlands. Wir haben Sunlands, ja. Gott sei Dank. Und wir haben die Tapper für später, aber ansonsten. Also er wäre jetzt doch. Ja, finde ich auch korrekt von ihm. So, was machen wir denn? Ich glaube, wir spielen Racy Alarm. Also ich habe auch ein bisschen Bock einfach zu pumpen. Ja, genau, wir spielen Racy Alarm. Blocken dann... Also den einen jumpen wir mit dem Spawn und den anderen blocken wir mit jeder Menge und dann pumpen wir Folk Damage, ne? Wir könnten halt... wir können halt 2-2 blocken. Achso, trotzdem noch 2-2, okay. Ja. Wobei, das dann halt, dann hat er wahrscheinlich einen Trick und einen überlebt. Wir könnten natürlich auch 4-1 blocken. Also wenn, würde ich Nest Invader und Soldier, weil das ein richtig guter Block ist. Ja. Und dann noch 2 Soldier rein. Wobei, der, also wenn er halt... Dann ist ein Eldrazi-Spawn kostenlos, Jump halt nicht, aber der ist auch nicht so gut, eigentlich. Aber wenn er dann einen Remove auf den Soldier hat, verliert er Nest Invader anstatt einem Soldier. Achso, ja, also stimmt. So viel besser ist es gar nicht, ne? Ich glaube... Was für Remove? Also es ist ja wenn ein Combat-Trick. Ja, kann halt bouncen. Ah, stimmt. Gibt's einen grünen Pump? Halt Blast of Vineswood. Ja, ne. Aber er kann halt dann immer auch nur... Das Schlimme ist halt, wenn wir den einen jumpen und den anderen halt blocken, dann kann er den anderen groß machen und dann überlebt er. Ja, deshalb finde ich auch eigentlich top. Also alles blocken irgendwie am besten. Und ich meine, wir haben jetzt auch nichts dagegen, wenn echt viel stirbt, ne? Ja, genau. Aber dann kann der Spawn auch mit... blocken. Das nee, der muss ja jetzt den Top... Ah ja, nee, muss er nicht. Ah, ne. Der kann auch... Der kann ja, das ist auch scheißegal. Klar, lass ihn missblocken, ja. Damit der mit der Teil von ihm... Ich finde das gut. Teilen hat Spaß. Vielleicht graft ihr das auch. Also lieber 2-2, ne? Weil das... Ja, ich glaube, das ist der beste Block. Ich finde den anderen besten Block mit 4 Soldier auf einen und Eldrazi Spawn Jump, das ist der zweitbeste Block, finde ich. Weil jetzt hat er natürlich auch diese, nehmen wir eben praktisch die Möglichkeit, vielleicht keinen Trick zu spielen und dann einen sterben zu lassen und den anderen auf den Tisch zu behalten. Ha! Always Yield kannst du schon mal machen, aber willst du nicht? Ich habe bei Always Yield immer so einen kleinen Tick, dass ich weiß, vielleicht wird es ja irgendwann mal wichtig. Dass man das auf einen Tag legen will. Er hat sogar 2 Tricks. Ja, gut. Ist auch nicht so schlimm. Da wäre der 4-1-Block richtig gut gewesen. Aber ich meine, jetzt passiert ja wirklich gar nichts mehr auf dem Bau. Jetzt haben wir noch 2 Handkarten, unser Mob lebt, wir haben eine riesige Alge. Ah, der 4-1-Block wäre schon richtig nett gewesen. Aber ich meine, so hat er wirklich 2 Vapor Snacks für 2 Token. Ja, benutzt. Und wir haben halt mit 2 Tokens gejumpt, das ist so nur mäßig. So, die Alge ist 4-4, die wollen wir auf jeden Fall nicht sterben lassen. Den kann er nicht blocken, ne?
Ja, und auch die Alge stirbt nicht, aber wir wollen halt auch ein Ja, bisschen dann über. 2, 2, 2, ja. Wir haben dann Geld nicht. Das würde ich schon, auch den Block würde ich Ah, zulassen. ja. Guter Play. Fände ich Und er okay. hat nicht mal blau offen gelassen, dass er irgendwas enttappen könnte. Ging auch nicht. Das Problem ist, wenn wir mit beiden angreifen, greift er zurück an. Genau, das Dann ist haben wir ein so bisschen diese schrecklich. Situation, wo wir das lange Spiel vielleicht verlieren, was nicht verlierbar aussieht. Ja, und im Prinzip ist der Mob so erstmal der bessere Blocker, weil man auch nichts machen muss. Deshalb würde ich nur mit der Alge angreifen. Und vielleicht auch mit dem Nest Invader, aber da weiß ich nicht. Vielleicht auch, ja. Nee, der kann eigentlich noch recht gut blocken, wenn wir Pumpen offen lassen. Wobei, wir wollen auch nicht wirklich mit diesem Scoot-Mob blocken, oder? Weil wenn er Doch, ich da... glaube sofort ein 4-4er damit. Aber wollen wir den nicht noch eine Runde überleben lassen? Und dann jetzt mit der Alge blocken? Ich glaube, wir greifen einfach nicht an. Gar nicht angreifen, so gechillt. Einfach aus dem Grund, der wird 9-9 und wir machen Token. Also ich sehe keinen Grund, jetzt zu sagen, durchzuprügeln, wenn... Er hat ja nicht mal einen Flieger, er hat ja nicht mal irgendeine Glock. Okay, und weil du nicht mit dem Mob blocken willst, also, aber dann kann der Mob könnte ja angreifen, wenn du nicht mit dem blocken willst. Weil es passiert ja Ja, auch im Angriff ja nichts. das stimmt, aber mein Gegner weiß ja nicht, dass ich nicht mit dem blocken will. Also... Ja, nur 5 Schaden ist auch gut. Weil der Mob ist So. ja... Gegen die Alge könnt ihr halt angreifen. Und... Vielleicht macht der Overrun, ich weiß nicht. Also ich sehe nicht den Grund, hier auf die Tube zu drücken. Also ich hatte immer mit einem der Großen angegriffen, aber gut. Wir sind schon auch im Late sehr, sehr weit vorne. Ich meine, im Notfall machen wir halt einen Token, der auch jumpen kann. Ja. Selbst wenn er jetzt einen 4-4er Flieger legt. Na gut, das schaffen wir nicht mehr, aber er hat ja auch nur noch eine gehabt. Ja. Nächste Runde ist der 9-9. Genau. Es fühlt sich gut an, wenn selbst Landziehen so gut ist. Okay, perfekt gespielt. Auch sehr wichtig, die Symmetrie vom Gateway. Ja. Wunderschön. Du bist ja doch ein Ästhet bei Magic. Ich habe mal in dem mein eines Legacy, nee, Vintage, was ich aufgenommen habe, da habe ich so ein Combo-Deck gespielt und hatte irgendwann diesen Time World Lock aktiviert. Also Time World und Volteki, also Okay. unendlich Züge. Und dann hatte ich auf der Hand 4 Pyroblast und 4 Force of Will und einen Windfall. Und wenn du das als Bilder darstellst, dann ist sogar bei der Pyroblast sind so Frauen, die so nach Ja, rechts und das Wort schießen zu und die Force of ja. Will macht es so nach links und im Windfall sind da so drei Menschen, die so... Ja. Das sah schön aus. Wenn mich irgendjemand mal nach meinen Magic Achievements fragt, was nicht häufig passiert, Ja. aber manchmal, Schade. dann... Wurde noch nullmal gefragt, aber ich habe meine Antwort natürlich schon überlegt. Das ist immer das Peinlichste. So, ich habe leider die Narkolepsie noch nicht gesehen, sonst würde ich die Journey wahrscheinlich reintun, aber bis dahin. Tatsächlich bin ich dafür, dass wir das Glinthog Idol doch reintun, weil wir den Thawing Bird blocken können wollen. Vor dem habe ich am meisten Angst. Ja, gefällt mir gar nicht. Ja. Weil wir wollen noch nie immer weißes Mana auf dem halten. Will man nicht. Also wenn, dann können wir Mighty Leap spielen. Aber er hat Ah, ja auch echt viele stimmt. Bouncer, ne? Mein, Also ja, Kombi-Tricks sind gerade nicht so super. er hatte Sind schon zwei zwei Vapor Snake. Snacks. Ich glaube, das ist okay so. Wir können ja Shrivelboarden, um diese Also. Thrumming Birds kaputt zu machen. Ja. Ist gut, dass unser Board davon ja auch immer gar nicht beeinträchtigt wird. Nö, nee, wir legen ja immer die 2-2 ab. Und wir können ja auch Feuer pumpen. Siehste. Oder wir ziehen einfach die Sunlands. Das ist natürlich auch okay. Ja, das stimmt. Raise the Alarm, Cyan, Raise the Alarm ist übrigens auch was relativ schlecht schlagbar ist. Ja, nur von Nicht-Ländern ziehen. Kennst du Sunlands als alte Karte? Also... Ja, also von wann ist die denn? Na, also Sunlands selbst ist aus Jeez. Also Planar Chaos natürlich. spielst du jetzt hier, also du spekulierst darauf, also eigentlich ist der Shikari auf dem Board ja besser Ja. als Raise the Alarm, und Raise the Alarm ist ja nur besser, wenn du grün top deckst. Da ich hab den Shikari halt gelegt, aber
Sache ist, so können wir halt den, wenn er jetzt einen Grafter spielt und angreift, dann könnten wir den Typen blocken. Was die Combat wäre, den Schaden weniger machen. Das wird schon nicht passieren. Ja, ist ja okay. Also darauf macht man keine Pläne, glaube ich. Oh. Das wäre auch eigentlich ganz nett. Ja. Das Mana League aus für später. So. Schießen wir den ab? Der Effekt ist uns super egal. Weil wenn er jetzt auf irgendwas Größeres graftet, also wenn er jetzt diesen Kavu hat zum Beispiel und da drauf graftet, den werden wir erstmal nicht los. Ja. Kann man schon machen. Und dann können wir hier auch die Shikari legen. Achso, jetzt würde ich Race the Alarm spielen. Wirklich? Ja, jetzt hat er keinen 2-2er mehr. Also ich weiß nicht, was er spielt. Nee, aber Race the Alarm ist lieber das, was wir na gut nach dem Scion für einen Trick haben. Ah, das ist auch ein gutes Argument. Ja, ist besser. Ja, ist gut so. Bin überzeugt, das ist... Das ist der Primarch. Der halt sehr unangenehm wäre, ja, wenn er 4-4 ist. Aber jetzt spielen wir wieder Raise the Alarm, oder? Ja. Weil jetzt natürlich der Effekt der Token durch den Guildmage besser ist. Ja. Und das Pack wird ja höchstwahrscheinlich schon als 3-3er. Wir haben ja bald nicht mehr... Obwohl, wir haben den Guildmage, wir haben eigentlich immer was zu tun. Ja. Mit allem? Da würde ich auch Angriff mit allem empfehlen. Ist halt super offensichtlich, wenn er geht, wenn ich halt mit angreift, aber... Ja, was gut soll er machen? Ja, macht doch noch den schönen Block. Ja, das könnte am besten sein. Tja. War aber auch nicht super unfair, aber... Er hat 3 Schaden mehr genommen. War schon super, aber jetzt noch... Vor allem, er verliert die wichtige fliegende Kreatur. Ein Forest mehr und der Zug wäre noch besser. Ja, klar. Ich wollte doch 10-7 spielen. Jetzt hat er mit 6 Mana offen gepasst. Ja gut, er hat auch nur 2 Handkarten. Ja, aber würde er nicht blocken wollen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also er kann den Shikari eh nicht blocken, aber... Aber er kann zumindest die Soul Totem blocken. Und er kriegt ja viel mehr Damage. Gibt es Flash-Kreaturen? Nee, eigentlich nicht, ne? Nö. Scatter the Seed ist instant. Ja, aber selbst das... Ein guter Block. Selbst da würde ich lieber diesen Pramo... ja, auf jeden Fall. Pramo-Kiarch, nee, Kavo-Primarch zum Blocken haben. Wenn er jetzt Triple Guildmage blockt, sind wir da traurig drüber? Mit Scatter the Seeds? Mhm. Muss es echt das sein schon? Ja, ich glaube schon, ne? Also ich weiß nicht. Der Block macht nicht viel, also der Angriff macht nicht viel Sinn, wenn er nicht blocken kann. Ja, das auf keinen Fall. Und dann kriegt der 1-4-7, geht auf 5. Ohne Geldmet ist schon blöd und dann ist der Patriarch erstmal stark, dann müssen wir das Grüne halt sehen. Wieso ist der stark? Der dominiert halt das Board. Ja, aber ich meine, dann können wir einen Token machen und ist der nächste Runde, er kann ja auch nicht mehr angreifen. Und dann machen wir halt Tokens. Ist halt schade, dass wir nur einen Grün haben. Deswegen ist halt die Frage, ob wir vielleicht lieber schneller sein wollen. Und ich hätte auch wieder gedacht, man greift nur mit Shikari und 2 Soldiern an, weil der geht mir danach insane gut ist. Genau. Ich glaube, der Trade ist schon tatsächlich, also der klingt zwar ganz gut, aber ich glaube, dass er nicht gut genug ist. Aber ich finde, ja, so würde ich sehen. Ja, wenn wir den Gatemage verlieren, haben wir auf jeden Fall keinen Druck mehr. Ja. Hast du einen Klick gespart? Ich hab 3-2. Jawohl, nee, ich habe auch 3 gemacht. Rechts die sind nur, die sind nur nicht, also die sind nebeneinander sozusagen. Wobei, na klick auch viel schneller. Weiß man nicht. Nächstes Mal die Stoppuhr. Aber wir haben ja jetzt die Uhr, weil wir aufnehmen. Ich glaube, er wollte Tokens werden und ist dann nicht so ganz geworden. So, und jetzt ist natürlich der schöne Vorteil, dass wir auch so ein Saprolling einfach blocken können. Ja. Ich find's
Das war schon ziemlich impressive. Cool, richtig gelesen und richtig angegriffen. Das passiert nicht so häufig. Schön mit dir zu spielen. Ah ja. Okay. Oh, er geht auch noch auf 0 Karten runter, alles klar. Dann machen wir so unser Problem. So, und jetzt ist es ja eigentlich nur noch gewonnen. Ich wollte Mathe sagen, aber na gut. Gut, gutes Deck. So ein bisschen Druck hat er immer noch, der Primär. Also, sind wir noch also man merkt doch, dass Guildmage ja eine gute Wahl ist. Ja, der ist so mächtig, dass ich glaube, dass das Celestia-Deck das beste Deck ist von unserem Platz. Und wir zwei davon haben, also bin ich super froh. Das Spirits-Deck. Ja, okay, ja. Zugegeben, wir hätten keine Inversion gesehen. So gut wäre das Spirit-Deck nicht, fand ich. Also wir hatten, ja, aber okay. Wir hatten halt echt viele Waxman-Barkus und Leaves-Folks. Ja. Also... zwei Pillaries. Ja. Wobei das natürlich alles auf 3 ist. Also... also aber dieser Guildmage, gut, das ist auch gegen Grün-Blau. So wie das völlig krank. Ja, so wie das Deck natürlich gerade ist, wäre es besser gewesen... also das Deck hat viel mehr Upside als glaube ich das Spirit-Deck. Ja. Aber nochmal hätte. Weil wir haben ja dann wirklich nur die Guildmage. Und das Deck unseres Gegners ist jetzt auch nicht so... fantastisch. Ja. So, wir sehen uns zu uns ein. Wir gucken mal nach, ob er neben uns saß. Ja.